5%. Und ich freue mich ganz besonders, euch meinen ersten Bevollmächtigten, den Martin Kunzmann, vorstellen zu dürfen, der jetzt ein paar Worte an euch richten möchte. Hallo Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen hier in Potsdam. Ich finde es toll, dass ihr da seid und wir haben das richtige Wetter für heute bestellt. Heute Morgen Schnee, heute Morgen Nachmittag Sonne. Die Sonne scheint über die IG Metall und über euch, Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte heute ist in Potsdam Girls und Fäuste. Es sind über 50 junge Leute hier bei uns, die sich jetzt Gedanken machen über ihre Berufswahl. Und ich glaube, es ist gut, dass sie heute hier sind, dass sie wissen, mit einer Gewerkschaft kann man die Zukunft gestalten. Und ich hoffe, Sie finden, wenn Sie den rechten Beruf haben, auch den Weg zur IG Metall. Auch die Schüler der Carlo-Schmidt-Schule sind heute hier, um mitzudemonstrieren. Ja, früh übt sich, wer IG Metaller und Metallerin werden will, Kolleginnen und Kollegen. Bei der zweiten Tarifverhandlung haben die Arbeitgeber ein Angebot unterbreiten, das nicht diskussionswürdig ist. Wir Metallerinnen und Metaller mit 0,9% abspeisen will, akzeptiert nicht die Leistung der Beschäftigten in der M&E-Industrie. Das Angebot ist eine Ohrfeige gegenüber den Beschäftigten. Ich kann den Arbeitgebern nur sagen, wir halten nicht die andere Wange hin. Das heißt auf Deutsch, wenn die Arbeitgeber nicht dein Bein geben und nicht dein Angebot machen, geben wir auch nichts mehr, nämlich das, auf das sie angewiesen sind, unsere Arbeitskraft, Kolleginnen und Kollegen. Und heute haben wir mit über 3.500 Kolleginnen und Kollegen hier den ersten Beweis geliefert und ab morgen, wenn die Warnstreiks laufen, wird die nächste Ohrfeige für die Arbeitgeber dann deutlich. Richtig so! Kolleginnen und Kollegen, bildlich das Angebot der Arbeitgeber deutlich machen. Ich habe hier 10 Euro in der Tasche. Sie bieten uns 0,9%. Das sind nicht einmal 10 Cent. Das ist eine Schande, eine Provokation. Ich kann nur sagen, wer uns 9 Cent für gute Arbeit, 9 Cent für mehr Produktivität, die immer von uns abgefordert wird, und 19 für mehr Profit, das in die Arbeit einfahren will, Kolleginnen und Kollegen. Das sage ich so nicht. Wir für 5%. Wir für 5%. Das ist gerecht. Und ich sage, wir wollen keine Geschenke und keine Almosen. Wir wollen unseren gerechten Anteil am Erwirtschafteten. Und dass das möglich ist, machen zwei Schlagzeilen von gestern deutlich. Der größte Arbeitgeber hier in Pforzheim, die Firma Witzemann, konnte man gestern lesen, Umsatzrekord weltweit ist der Umsatz auf 578 Millionen gesteigert worden. Das sind 13 Millionen mehr als noch im Oktober letzten Jahres geplant, Kolleginnen und Kollegen. Zweite Meldung gestern bei SWR. Motorsägenhersteller Stihl knackt die 3-Milliarden-Grenze. Umsatz gestiegen weltweit um 8,9%, Kollegen und Kollegen. Zu diesen Erfolgen habt ihr dazu beigetragen. Deshalb ist das Angebot eine Schande und wir stehen hier selbstbewusst. Wir für 5%, Kollegen und Kollegen. Unsere Forderung nach 5% Entgelterhöhung ist begründet. Wir überziehen nicht den Bogen. Wenn Herr Wolf verkündet, dass die Westmetall 5000 Jobs als bedroht ansieht, wenn die IG Metall hier demonstriert und streikt, dann greift er in die Mottenkiste der Arbeitgeberargumente. Denen hat noch nie eine Forderung gepasst. Entweder sie war zu hoch zum falschen Zeitpunkt oder es war der Ruin der deutschen Wirtschaft. Und wo stehen wir heute? Dank eurer guten Arbeit, Kolleginnen und Kollegen, der Wirtschaft geht gut. Die verdienen gut und deshalb 5%, Kolleginnen und Kollegen. Und die Frage muss ja auch erlaubt sein, ob eine 5%-Forderung die Arbeitsplätze, wer die Arbeitsplätze gefährdet. Oder die Gier
die Gewinnmaximierung, Kolleginnen und Kollegen, braucht man doch nur auf VW zu gucken. Es waren nicht die Beschäftigten, die den Abgasskandal verursacht haben. Oder letzte Woche wird bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen Herrn Schläger vorgehen will. Grund, er soll vor der Insolvenz Millionen auf die Seite geschafft haben. Da muss man die Frage stellen, wer schadet dem Standort Deutschland? Wir als Gewerkschafter und Gewerkschafter oder die, die den Hals nicht vollkriegen können, Kolleginnen und Kollegen? Der Leitspruch der Reichen ist, Gewinne gehen in die eigene Tasche. Die Verluste sollen der Allgemeinheit aufgebürdet werden. Kolleginnen und Kollegen, es geht den Arbeitgebern nicht um soziale Gerechtigkeit. Sie wollen behalten, was sie haben. Sie wollen reicher werden. Sie wollen die Macht, die ganze Macht. Ich sage an die Adresse der Arbeitgeber, nicht mit uns, nicht mit den IG Metallerinnen und Metaller. Und wir stehen für 5%, weil wir es verdient haben. Unser Handeln hat eine gerechte Gesellschaft zum Ziel. Gute Arbeit, sicher und fair, soziale Gerechtigkeit sind keine Relikte aus der Vergangenheit. Dazu stehen wir, deshalb kämpfen wir, deshalb sind wir heute und deshalb geht es morgen die Warnstreiks, Kolleginnen und Kollegen. Klingt auf! Yeah!